die Kathi Kuhlmann, sondern meine Wenigkeit, das ist meine Tochter. Und ich hoffe, sie wird genauso ein Freigeist und so ein wildes Ding wie ich. Ja, das ist tatsächlich mein altes Skateboard. 30 Jahre alt. Ist ja eigentlich, als ich 13 war, ich war der absolute King. Mit einem Titus Florian Böhmdeck, Treckerachsen, Visionrollen. 300 Mark habe ich damals hinblättern müssen. Und ich kam mir eigentlich vor wie der, ja, wie der absolute Superstar. Und ich dachte, Mensch, ich bin doch eigentlich cool. Ich spiele Baseball, ich spiele Softball. Ich bin doch cool. Aber nein, soll ich euch was sagen? Das war nicht schick. Es schickte sich nicht. Man soll natürlich in so einem Röckchen rumlaufen. Jetzt laufe ich gerne in so einem Röckchen rum. Aber damals wollte ich es einfach nicht. Und meine vermeintlich große Liebe, weiß ich noch, habe ich einen Liebesbrief geschrieben. Und der ist auf dem Schulhof zu mir hergekommen und hat gesagt, wenn ich mit dir zusammen bin, denken doch die Leute, ich sei schwul. Was? Weil wir Frauen Jungs-Sachen machen? Weil wir vielleicht sogar besser sind? Weil wir vielleicht besser Auto fahren können? Vielleicht sogar besser Fußball spielen können? Ist es so schlimm? Tut es euch so weh? Mädels, glaubt an euch, unterstützt euch, wirklich. Empower yourself, empower each other. Also Mädels, glaubt an euch. Girls skate. Tschüss, Rock'n'Roll.